Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Skill-Tutorial auf diesem Kanal. Heute werden wir uns den McGeady-Spin anschauen, ein 5-Star-Skill-Move. Das bedeutet, euer Spieler braucht 5-Sterne-Skill, um diesen Skill-Move auszuüben. Ist, wie gesagt, ziemlich effektiv, um beispielsweise im Strafraum schnell die Richtung zu ändern und dann aufs Tor zu halten, im 1:1 gegen den Torhüter. Oder generell, falls man im Mittelfeld ein wenig die Richtung ändern möchte, kann man das stylisch machen mit dem McGeady Spin. Hier auch mit dem Erfinder Aiden McGeady. Wie funktioniert er nun? Das ist ziemlich einfach. Für den McGeady Spin brauchen wir nur den rechten Stick. Und ganz wichtig, wir dürfen nicht im Sprint sein, beziehungsweise der Spieler darf nicht sprinten, denn sonst würden wir einen Berberspin ausüben. Das wollen wir dann nicht. Der Berberspin sieht dann wie... Der Werbespin sieht dann wie folgt aus. Wie gesagt, der McGeady Spin sieht da schon ein bisschen cooler aus, auf jeden Fall. Dementsprechend, wir brauchen den rechten Stick und die Laufrichtung des Spielers. In der Trainingsarena ist die Laufrichtung des Spielers klar, nämlich immer nach oben. Im Spiel allerdings kann das variieren, beispielsweise rennt der Spieler dann eher in die rechte Richtung oder in die linke Richtung. Dementsprechend darauf auf jeden Fall aufpassen, falls wir uns in der Trainingsarena befinden. Ganz einfach, wir müssen den rechten Stick in die Laufrichtung des Spielers performen. Das heißt, quasi immer nach oben eigentlich. Nach oben und dann entweder zur rechten Seite des Spielers exekuten oder zur linken Seite des Spielers exekuten. Das heißt, wir müssten den rechten Stick dann, wie gesagt, in diesen Bewegungen ausüben, um dann den McGeady Spin quasi einzuleiten. Das Ganze natürlich, falls ihr euch im Spiel befindet, beispielsweise der Spieler läuft nach links, dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr den rechten Stick in die Laufrichtung des Spielers erstmal performt, das wäre dann quasi links und dann entweder rechts oder links vom Spieler, je nachdem wo ihr den Skill hinhaben möchtet, ausübt, das heißt nach links und dann nach oben. Das Ganze könnt ihr dann unendlich weiter performen, aber wie gesagt, immer auf die Laufrichtung des Spielers achten, denn sonst macht ihr einen anderen Skill, beziehungsweise funktioniert der McGeady Spin auf jeden Fall nicht. Das war's eigentlich schon zum Skill. Wie gesagt, ganz wichtig auch nicht im Sprint ausüben, sondern im leichten Joggen oder im Stand. Dann würde der Spieler den Skill Move auch performen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Probiert ihn auf jeden Fall aus. Ist ziemlich fun, der Skill. Und ich würde sagen, haut rein, meine lieben Freunde.